Wir reagieren heute auf die Rede von Sarah Wagenknecht bei der letzten Friedensdemo in Berlin am 25. November. Und nun ja, schauen wir uns mal an, was Sarah so zu sagen hat. Ist das wirklich unchristlich? Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich auch, dass ich hier eingeladen wurde. Ich freue mich, dass die Initiatoren die Initiative für diese Friedenskundgebung ergriffen haben. Und ich freue mich vor allem, dass ihr alle hier seid, um heute mit uns gemeinsam für Frieden und gegen Krieg zu demonstrieren. Ich denke, in der Welt von heute ist das wirklich unglaublich wichtig. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nur noch entsetzt, wenn ich höre, was die Vertreter der Ampelkoalition zur Frage von Krieg und Frieden so zum Besten geben. Da haben wir einen Verteidigungsminister, das wurde ja eben schon angesprochen, der allen Ernstes sagt, er will unser Land wieder kriegstüchtig machen. Er sagt nicht verteidigungsfähig, er sagt kriegstüchtig. Ja, hätte er mal gesagt, Deutschland wird jetzt im Donbass verteidigt. Ich meine, solche dämlichen Sätze durften wir schon während des deutschen Afghanistan-Einsatzes hören. Da hieß es, Deutschland würde am Hindukusch verteidigt werden. Natürlich versucht man jeden Krieg, wenn er dann erstmal ausgebrochen ist, als Verteidigung zu framen, da Krieg in der allgemeinen Bevölkerung aus guten Gründen eher negativ besetzt ist. Und er hat das sogar noch erläutert im Deswegen ist diese Aussage von Pistorius übrigens auch so verwunderlich, beziehungsweise so auffällig. Also anscheinend versucht man hier wirklich eine kriegerische Außenpolitik als etwas Positives darzustellen. Also anscheinend versucht man hier wirklich den Diskurs massiv zu verschärfen, um künftige Militäreinsätze vorzubereiten. Deswegen sollten wir uns, ja, bei solchen Zitaten wirklich gut aufpassen. Im Fernsehen, was er darunter versteht. Er hat gesagt, Tüchtigkeit wörtlich sei eine besondere Form der Tauglichkeit im Sinne von etwas beherrschen zu können. Das heißt, er will, dass Deutschland das Handwerk des Krieges wieder beherrscht. Gibt es in dieser erbärmlichen Ampelregierung wirklich niemanden, der den Mann mal darauf hinweist, wie es jedes Mal ausgegangen ist, wenn Deutschland das Handwerk des Krieges beherrscht hat? Das ist doch der blanke Wahnsinn. Ich finde das entsetzlich. Und ich finde auch schlimm, dass dieser Kurs von einem SPD-Kanzler und von diesen traurigen Figuren, die sich da SPD-Vorsitzende nennen, mitgetragen wird. Was ist nur aus dieser Partei Willy Brandts geworden, dass sie so einen Kurs heute durchsetzt? Und im Grunde noch schlimmer. Naja, das ist ja schon SPD-Politik seit Gerhard Schröder. Also schon unter Gerhard Schröder hat sich Deutschland an Angriffskriegen beteiligt. Sei es dem Überfall auf Serbien 1999, wo es um die völkerrechtswidrige Abspaltung des Kosovos ging, oder sei es der Überfall auf Afghanistan 2001, wo es darum ging, dort ein Marionettenregime einzurichten und das Land unter militärische Besatzung zu stellen. Was dann nach 20 Jahren ziemlich kläglich gescheitert ist, wie wir ja mittlerweile gesehen haben. Noch schlimmer sind ja die sogenannten Grünen. Also ehrlich gesagt, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass die Grünen mal aus der Friedensbewegung hervorgegangen sind, wenn man so hört, was dieser kriegsbesoffene Haufen heute so von sich gibt. Von Petra Kelly zu Annalena Baerbock und Anton Hofreiter. Was für ein Abstieg. Das ist doch wirklich ein einziges Trauerspiel. Ja, absolut. Ihr merkt, ich kann da gar nicht viel zu sagen. Es stimmt 100%. Auch in der rhetorischen Schärfe absolut. Absolut auf den Punkt gebracht. Und bemerkenswert finde ich auch, was in der öffentlichen Debatte in Deutschland einfach in die immer größeren Tabuzonen verbannt wird. Alle reden über Klimaschutz, aber dass das US-Militär mehr CO2 in die Luft bläst als die gesamte deutsche Industrie
und dass ein Kampfjet in einer Stunde mehr Treibstoff verbraucht als ein normaler Autofahrer in 7 Jahren. Komischerweise findet das in der Debatte nicht statt. Ich frage mich, wann die Klimakleber sich mal in Rammstein ankleben. Da würden sie auch was Gutes tun, wenn sie das täten. Oder alle reden übers Sparen. Ganz besonders. Stimmt, warum machen die das eigentlich nicht? Also das Militär ist so ziemlich der unnötigste, unproduktivste Wirtschaftssektor, den wir haben. Das ist weltweit für, nagelt nämlich nicht genau auf die Zahl fest, aber ich glaube 10% der CO2-Emissionen verantwortlich. Also 10% der CO2-Emissionen könnten wir schon mal einsparen, wenn wir weltweit vernünftig abrüsten würden. Oder sagen wir, vielleicht brauchen wir da noch immer noch ein bisschen Restmilitär, aber den Großteil könnte man ja abschaffen, wenn man eine vernünftige friedenssichernde Außenpolitik machen würde. Das schreibt das Verfassungsgericht. Vor allem hier bei uns in Europa, wo wir eigentlich nur von befreundeten Ländern umgeben sind. Also weder Polen noch, noch Luxemburg wird morgen mit einer Invasionsarmee hier in Deutschland einmarschieren. Also gerade Deutschland könnte immens abrüsten, ohne dass das unserer Sicherheit groß abträglich wäre. Die Schattenhaushalte der Ampel gekippt hat. Aber worüber wird da diskutiert? Sofort geht es wieder vor allem um Kürzungen bei denen, die sich am wenigsten wehren können. Arme Kinder, Arbeitslose und Rentnerinnen und Rentner. Aber dass die Bundesrepublik den größten Rüstungshaushalt aller Zeiten im nächsten Jahr haben wird, dass Schecks in Höhe von 90... Ah, jetzt sagt sie das mit den Schecks sogar. Ich wollte gerade sagen, für Selenskys korruptes Regime ist natürlich genug Geld da, um das weiter zu unterstützen, damit das, ja, weiter sein eigenes Volk verheizen kann, damit der Westen Russland noch ein bisschen schwächt. 60 Milliarden Euro im nächsten Jahr, allein in einem Jahr, an die Waffenhersteller übergeben werden sollen, während in diesem Land tausende Lehrer fehlen, Krankenhäuser geschlossen werden und die Infrastruktur vergammelt. Diese 90 Milliarden, warum redet da nicht einer darum? Das kann man sich doch sparen. Das ist doch wirklich, ja, super, da haben wir doch die Milliarden, die wir brauchen. Da kann das Geld weggehen. Das würde sogar noch in unser aller Sinne sein. Ja. 100%. Also wir verpulvern so viel Geld für Aufrüstung aktuell und wer profitiert davon? Rheinmetall, Lockheed Martin und ja, das Geld, was in die Ukraine geht, wer bekommt das? Eine kleine korrupte Kaste, die sich da bereichert. Aber nein. Nein, einen Tag vor dem Verfassungsgerichtsurteil hat die tolle Ampel noch kurz beschlossen, die Mittel für Waffenlieferungen an die Ukraine um ganze 4 Milliarden aufzustocken, das heißt kurzerhand zu verdoppeln. Doppelt so viele Waffen und doppelt so viele Milliarden für einen Krieg, bei dem selbst die ukrainischen Generäle nicht mehr an den Sieg glauben. Was ist das für eine absurde Politik? Die Menschen in der Ukraine, die brauchen doch nicht immer mehr Waffen. Die brauchen endlich Frieden und dafür braucht es Verhandlungen und Friedensgespräche und Kompromissbereitschaft. Und auch um das zu fordern, sind wir heute hier. Ja, vor allem dieses Narrativ, Russland will nicht verhandeln, das stimmt schlicht und ergreifend nicht, um darauf nochmal kurz einzugehen, weil das bestimmt wieder einige Superschlaue in den YouTube-Kommentaren behaupten werden. Russlands Forderungen lauten Entmilitarisierung, Entnazifizierung, Neutralität und Anerkennung der territorialen Realitäten. Das sind 4 Forderungen, die alle nicht die Unterwerfung der Ukraine beinhalten, sondern nur die Verkleinerung der Ukraine und und einen Status der Neutralität. Und wenn man sich beispielsweise mal Länder wie Österreich anguckt, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu neutralen Staaten gemacht wurden, wo man die sowjetischen Verhandlungsangebote angenommen hat, dann war das ja kein schlechter Deal, sondern ganz im Gegenteil, das war eine Erfolgsgeschichte. In Gaza schweigen jetzt zum Glück wenigstens für einige Tage die Waffen. Wäre es nach unserer tollen Außenministerin gegangen, wäre wahrscheinlich noch nicht mal das möglich gewesen. Weil diese Frau hat ja kürzlich in einem äußerst kryptischen Interview der Weltöffentlichkeit mitgeteilt, dass tatsächlich offenbar humanitäre Hilfe am besten funktioniert, wenn Bombardierungen weitergehen. Und vor allem hat sie gesagt,
es sei nicht Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass die Waffen schweigen. Da war ich nun echt perplex. Nicht Aufgabe der Politik? Ja, wessen Aufgabe denn sonst, die der Militärs und der Rüstungsindustrie? So eine Absurdität. Es ist doch gut, dass man dort miteinander geredet hat und jetzt zumindest für einige der Geiseln dieser furchtbare Terror und dieser furchtbare Horror der letzten Wochen beendet werden konnte. Und es ist auch gut, dass endlich die Waffen schweigen, auch wenn es erstmal nur für wenige Tage ist. Was ist das für eine absurde Politik, die hier in Deutschland... Ja, also... Dass der Baerbock-Satz dumm ist, das braucht man, glaube ich, nicht nochmal extra zu erklären, um mal Clausewitz zu zitieren. Der Krieg ist eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das heißt, die Politik verursacht den Krieg. Also ist die Politik auch verantwortlich dafür, ihn zu beenden. ...gemacht wird. Der Krieg in Gaza, der wird leider durch den Waffenstillstand oder durch die Feuerpause nicht beendet sein. Und es ist auch damit zu rechnen, dass die Bombardements in wenigen Tagen in unverminderter Härte weitergehen. Ich denke, ich kann für alle hier auf dem Platz sprechen. Wir alle waren am 7. Oktober entsetzt und schockiert über die furchtbaren Massaker der islamistischen Hamas, über die Morde an unschuldigen Zivilisten, an Frauen und an Kindern. Das waren Bilder, die uns alle zutiefst erschüttert haben. Und es muss klar sein, nichts, kein Unrecht dieser Welt rechtfertigt solche Verbrechen. Aber ich finde, wir sollten genauso schockiert sein und genauso entsetzt sein über die rücksichtslosen Bombardements im Gazastreifen. Kein Unrecht dieser Welt rechtfertigt es, Zivilisten abzuschlachten. Und das gilt für die Anschläge der Hamas vom 7. Oktober, das gilt aber auch für die israelischen Bombenangriffe, die ja vor allem Frauen und Kinder töten, wie ja mittlerweile einhellig bekannt ist. Also ihr könnt euch das überall ansehen. Die offiziellen Zahlen von der UN, die sind absolut eindeutig. Jetzt sind schon mehr zivile Opfer im Gaza-Konflikt zu beklagen als im gesamten Ukraine-Krieg. Also... Und das bei der kurzen Zeitspanne, die dieser Krieg bisher gedauert hat. Also dazu kann man eigentlich nicht mehr viel sagen. Also das zeigt die ungeheure Brutalität der israelischen Kriegsführung. Wir müssen genauso schockiert und entsetzt sein über getötete palästinensische Frauen und Kinder. Es kann doch hier nicht zwei Maßstäbe geben. Wenn Menschen sterben, wenn unschuldige Menschen sterben, dann ist das ein Verbrechen und das muss beendet werden. Dieser Krieg muss aufhören. Das ist doch ganz, ganz wichtig in alle Richtungen. Und ja, gerade wir Deutschen. Wir haben eine besondere Verantwortung für jüdisches Leben. Und wir haben die Verantwortung, das Existenzrecht Israels ohne Wenn und Aber zu verteidigen. Aber diese Verantwortung verpflichtet uns nicht, die rücksichtslose Kriegsführung der Regierung Netanyahu als Selbstverteidigung. Ja, absolut. Also wir haben ja auch eine Verantwortung, das Existenzrecht Palästinas zu verteidigen. Israel hat ein Existenzrecht, aber Palästina hat genauso ein Existenzrecht. Schön zu reden und zu unterstützen, das ist nicht unsere Pflicht, denn diese Eskalation des Krieges, die schützt nicht jüdisches Leben, sie gefährdet jüdisches Leben, weil je mehr dieser Konflikt eskaliert, desto mehr nährt er auch den islamistischen Terror. Es ist doch absurd zu glauben, dass Bomben den islamistischen Terror schwächen. Sie stärken ihn. Das ist doch die Logik, die dahinter steht. Haben wir denn... Ja, aber das muss man Leuten wie Netanyahu nicht erzählen. Also Netanyahu hat ja selbst gesagt, dass die Hamas die Garantie dafür sei, dass es keinen palästinensischen Staat geben werde. Also Israel hat die Hamas am Anfang gewähren lassen. Israel hat ja, also jetzt am 7. Oktober schon zur Gründungsphase der Hamas, noch vor der ersten Intifada. Da hat man die Hamas gewähren lassen, da hat man die Hamas ja unterstützt, damit sie eben die säkularere, gemäßigtere Fatah verdrängt, also die PLO. Also die Hamas wurde unterstützt, um damit jemand anderen um damit den anderen stärkeren und gefährlicheren Kontrahenten zu schwächen. Die Hamas hat sich nämlich am Anfang gegen
ja, säkulare Palästinenser gerichtet und nicht unbedingt gegen Israel. Dieses radikale Richtung Anti-Israel, die kam tatsächlich vor allem mit der ersten Intifada. Am Anfang hat sich die Hamas in ihren Aktionen vor allem gegen andere Palästinenser gerichtet. Denn aus den ganzen Kriegen der vergangenen Jahre überhaupt nichts gelernt? Ich erinnere an den Krieg in Afghanistan. Da wurde uns erzählt, der muss jetzt geführt werden, um die islamistischen Taliban zu vernichten. Und mit jedem Tag dieses Krieges, mit jedem getöteten Kind, mit jeder getöteten Frau, wurden die Taliban stärker. Und heute regieren sie wieder in Kabul. Und der Irakkrieg. Was hat der zum Ergebnis gehabt? Ja, nicht zuletzt die Entstehung des islamistischen Staates. Und da erzählen. Das ist gewollt. Also jetzt nicht jeder einzelne Terroranschlag, nicht die Gründung jeder einzelnen Terrororganisation, aber dass man diesen Terror stärkt, das ist gewollt. Das ist kein Nebenprodukt. Also Assad, Gaddafi, Saddam Hussein, das sind alles also relativ säkulare Staatsführer gewesen. Das waren keine Islamisten. Die hat man weggebombt oder versucht wegzubomben, beziehungsweise man hat Terroristen unterstützt, also im Falle von Assad hat man Terroristen unterstützt, um ihn wegzuhaben. Und ja, man bekämpft diese säkularen Staatschefs eben, weil sie ja zu unabhängige Politik gemacht haben. Und so islamistische Regime, die lassen sich einfacher kontrollieren, die lassen sich im Zweifel zwar auch einfacher austauschen und da lässt sich die einheimische Bevölkerung einfacher in einen Krieg gegen mobilisieren, also gegen so eine böse Terroristen wie die Taliban, gegen die muss man ja Krieg führen, es geht ja gar nicht anders angeblich. Aber gegen einen säkularen Staatschef wie Gaddafi, da ist die Kriegspropaganda schon schwieriger. Aber selbst das bekommt man hin, wenn man lange genug in allen Medien immer das Gleiche erzählt. Uns einige heute wieder im Ernst, Krieg und Bomben seien ein Mittel gegen islamistischen Terror. Nein, Krieg und Bomben sind ein Mittel, islamistischen Terror zu stärken, weil Krieg und Bomben nähren den Hass. Und Hass ist der Boden, auf dem die Islamisten stark geworden sind und weiter stark werden. Und deswegen ist das keine Lösung dieses Konflikts. Diese Konflikte sollen ja auch nicht gelöst werden. Also wenn die arabische Welt mit einer Stimme sprechen könnte oder sich zumindest da starke unabhängige Akteure rausbilden würden, dann könnten sie eigene Interessen gegenüber dem Westen formulieren. Und genau das ist nicht gewollt. Also das muss man ja mal ganz deutlich so sagen. Und letztlich gilt doch für den Nahen Osten das Gleiche wie für die Ukraine. Frieden kann es nur geben, wenn die Interessen beider Seiten, das heißt auch die Interessen der Palästinenserinnen und Palästinenser im Nahostkonflikt, wenn die Interessen beider Seiten ernst genommen und berücksichtigt werden. Der Weg zum Frieden führt über Diplomatie und Interessenausgleich und nicht über Waffen, Bomben und Brutalität. Und so wie der Krieg die Lüge braucht, so wie der Krieg die Lüge braucht, so führt der Weg zum Frieden über den Mut, die Wahrheit auszusprechen. Wer Frieden will, muss über die Hintergründe und die Profiteure von Kriegen reden und darf das nicht im Nebel moralisierender Empörungsrituale verdecken. Wir wollen und müssen über die Hintergründe, über die Vorgeschichte und über die Profiteure von Kriegen reden. Und deshalb möchte ich zum Schluss den bekanntesten politischen Gefangenen des Westens zitieren, der für einen Journalismus steht, der sich gegen den Krieg wendet, indem er die Ursachen und die Akteure benennt. Ein Journalismus, den es heute leider viel zu wenig gibt. Ich möchte Julian Assange zitieren, der für seine Aufdeckung von Kriegsverbrechen statt jahrelanger Haft eigentlich die Ehrenbürgerwürde dieser Stadt Berlin und vieler anderer Städte verdient hätte. Hier, ich sehe auch gerade die Plakate, falls irgendwer behauptet, da waren ganz viele böse Querfrontler, was weiß ich. Hier, ihr seht's. Also ich lasse das jetzt mal eingeblendet bei dieser Demo. Ihr seht Friedenstauben, ihr seht eine Regenbogenfahne, wo Peace draufsteht. Also ihr seht total verschiedene Leute. Ihr seht Frieden gewinnen, nicht den Krieg, weitere Friedenstauben, Wirtschaftskrieg gegen Kuba beenden.
Also absolut vernünftige Forderung, Wirtschaftskriege gegen alle Staaten beenden, nicht nur gegen Kuba, auch den gegen Venezuela, auch den gegen Syrien, auch den gegen den Iran und erst recht den gegen Russland, der uns selbst ja auch noch massiv schadet. Also ihr seht hier ganz viele vernünftige Leute, überhaupt keine Extremisten, also zumindest nichts, was man erkennen würde. Und trotzdem wird man euch in den Medien wahrscheinlich, ich habe mir jetzt keine Zeitungsartikel dazu durchgelesen, aber ich habe es ja bei der letzten Friedensdemo gesehen, erzählen. Da waren ganz viele Rechte oder da waren ganz viele Rechtsextreme oder ja, wenn man mal einen AfD-Abgeordneten gefilmt hat, was wirklich so absurd ist. Das ist ein Querschnitt der Gesellschaft, der hier aufgelaufen ist und der einfach nur Frieden will. Und Julian Assange hat einmal gesagt, die Bevölkerung möchte eigentlich keine Kriege und muss daher in den Krieg hineingelogen werden. Und liebe Freundinnen und Freunde, lassen wir uns nicht länger in die Kriege hineinlügen, sondern stehen wir auf für Frieden und gegen Krieg. Ich danke euch. 100%. Also super Ansprache von Sarah Wagenknecht, auch nochmal toll, dass sie Julian Assange zitiert hat. Ja, gute Frau, wir können nur hoffen, dass sie politisch in diesem Land noch einiges verändert. So.